Oh, wir sind endlich wieder zurück. Heute haben wir die Kampagne Blutdurst dran und wer ist noch dabei? Jetzt habe ich Chaos Sonic schon sagen wollen. Irgendwann bringen wir uns wirklich noch voll durcheinander, damit wenn wir uns nicht so vorstellen, wie wir sind. Schließlich bin ich N-Smash. Und ich bin Rüdiger. Ich wusste gar nicht, dass Rüdiger Schweizer ist. Und ich die Kosare. Rüdiger ist Schweizer. Ja, gut, der Schweizer hat ja wirklich manchmal rum. Egal, ich spiele Staaten und so. Ihr wollt doch immer einen Appenzeller. Da habt ihr denn einen Appenzeller? Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt auf meiner Hauptplatte, auf C, wo auch Steam hauptsächlich drauf ist. Und wir hoffen einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Vorher hatte ich das ja auf meiner Nebenplatte D, wo ich alles installiere und so weiter. Weil ich will C nicht zumüllen, weil C ist, hat sie nur noch knapp 30 Gigabyte. Und Left 4 Dead 2 braucht sehr viel Gigabyte mit rund 10. Und da ist auch alles Systemmäßige drauf, deshalb will ich da eigentlich ungern was installieren, aber das musste dann jetzt mal sein. Sagen wir so, bei mir ist ja bei CAO eigentlich die Hauptding, aber da drin ist auch, ja, gewisse Sachen drin, die eigentlich ja nicht nötig drin sind. Ja, Moment, ich muss noch hier die Lautstärke wieder anpassen. Mach mal so. Und so, sagen wir, Untertitel. Untertitel brauche ich eigentlich gar nicht, das ist nur für dich wichtig, Chaos. Nein, noch ein bisschen Audio, Lautstärke im Spiel, drehe ich noch weiter runter. Machen wir mal so und das so. Hauptsache Säbelraspler. Zurück zum Spiel, jetzt hätte ich fast auf Hauptmenü gedrückt, ey. Jetzt wäre es jetzt gewesen. Röhr, du bist inaktiv. Du hast ja, dir gerade eine Shotgun geholt. Die sich aber die Shotgun ohne mich zu fragen. Was soll denn das? Na, was soll das? Hä? Was soll das? Okay, die Shotgun tut's eigentlich auch. Gibt's noch irgendwas zum Double Pistols habe ich? Ja, nur weil du meine aufgezogen hast. Ich hätte drei Schlafsäcke. Wurde die vierte Person geschlagen. Also ich hätte noch eine Machete, wenn du willst. Nö, also mir reichen eigentlich die Zweierpistolen. Kleiner Funfact, das wollten wir schon mal aufnehmen. Aber dann ist mein Spiel mal wieder abgekackt. Es ist immer dein Spiel, das abkackt. Warum, ey? Das hat... Wir konnten früher so gut da spielen und urplötzlich... Ja. Ich hoffe, wir erwischen irgendwann wieder einen Perk-Server, wenn wir wieder auf einem online-dedizierten Server spielen und dann... Das ist ein offline, online-dedizierter. Ich meine, so einen Server, wo ich Perks hatte. Ich habe müsste erst mit meinen Jetpack Heliumflaschen zu fliegen. Ja. Das kann man immer noch auf YouTube sehen, das Video von mir. Das Freizeit-Gaming. Gotta go fast hieß das. Ich fand's super. Weißt du, du stirbst, kannst dich selbst wiederbeleben. Also wenn ich dran denke, dann werde ich das sogar noch in den Part verlinken. Da braucht es die Leute nicht zu suchen. Ich fand das cool, weil wenn man, ich sag jetzt mal, gestorben ist, hatte man eine Respawn-Zeit und konnte dann einfach wieder einsteigen. Das heißt, solange nicht die ganze Truppe ausgelöscht wurde, hattest du streng genommen überhaupt keine Chance, dass du verlieren solltest. Ja. Ja, und das war cool, ey. Man konnte nicht sagen, dass es dadurch weniger reizvoll war, sondern es war einfach nur lustiger, weil du ohne Rücksicht auf Verluste spielen konntest. So. Oh. Das war meiner. So. Brandmunition. So. Hallo. Oh, ah, das war natürlich. Ich hab an der Seite gerade einfach so ein Dreieck, was mir die Sicht ein bisschen versperrt. Wow. Wahrscheinlich sind das die Haare von meinem Mod-Charakter. Das wär's. Ah, ein Charge. Wow. Plonk. Voll in den Baum. Ups. Ich höre einen Yoki. Shit, der hat mich. Der Yoki. So. Das hat sich ausgejokit. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht weitergehen durfte. So, ich habe Boomer Kotze aufgehoben. Drecksvieh. Ruhe steht da einfach nur rum. Ja, ich habe noch an meinem Handy was geantwortet.
Ach. Naja, in der Zombie-Apokalypse einfach mal auf dem Handy schreiben, genau. Ja, ich muss erstmal einen Post auf Twitter machen. Hashtag LOL Zombies überall. Hashtag beste Freunde. Hashtag hoffentlich sterben die Lappen bald. Jetzt war aber kurz Stille. Nein, nicht ernst. Könnte ich Hamachi ausmachen? Nicht ernst nehmen, ihr wisst ja, dass ich gern mit euch spiele. Okay, ich glaube, hier runter sollte man nicht sterben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wieder irgendwas wieder zu viel CPU-Leistung zieht. Laservisier. Laservisier. Wow. Ich hab jetzt Laservisier mit Explosivmuni. Oh, da kommt etwas. Laservisier. Au! Trexi. Oh nö! Ah! Wow! Oh nö. Hunter. Kommissar Hunter. Jupp, der Hunter ist über meinen Kopf hinweggeflogen. Der ist die ganze Zeit hierher gewesen. Ui. Schon vom ersten Level an war er hinter dir her. Jetzt schon? Jo. Wow. Wo ich vorhin gestorben bin, habe ich mich einfach mal umgeguckt. Also wirklich Schutzraum. Wirklich lang war der erste Abschnitt nicht. Oh, hier ist die Lieblingswaffe von Ryo. Ja, und ich lasse ihn sogar. Eine Pfanne. Habt ihr gerade gesehen? Der Bildschirm geht in diesen Wechsel-Ladebildschirm, aber die Tür ist offen. Boah. Wow. Ich habe die Tür noch gerade, als es am Wechseln war, aufgemacht. Jetzt ist die Tür offen. Ist ja nicht so, dass einfach mal Zombies reinkommen. Toller Schutzraum. So. Bratpfanne, mein bester Freund. Wie schnell das lädt, ey, seit ich's umgepackt habe. So, welches Medipack wird heute wieder derjenige sein, der hier bleiben muss? So, ich heil mich auf jeden Fall, wenn hier eins rumliegt. Weil in dem Fall. Bratpfanne. Bratpfanne. Ich schiele mich auch mal, wenn ich schon dabei bin. Nehme mir gleich mein neues Kit mit. Ich hatte auf jeden Fall unter Hälfte live, also. Ich glaube fast das Kit halt nur entsprechend der verlorene Lebenspunkt in einem prozentualen Anteil, sonst hätte ich jetzt 100. Ja, follow the tracks. Okay. Du bist jetzt leider derjenige, der hier bleiben muss. Pech gehabt. Ich streichel dich etwas. Du wurdest leider ausgewählt, daher musstest du hier bleiben. Okay, wir sollen den Schienen folgen, stand auf der Wand. Boah, wie hart ist denn das Glas, ey? Oh, wenn da mal ein Feuer ausbricht, dann kriegst du das Glas kaputt. Wo kommst du denn her? Dann Chichi. Okay, Galle. Da liegt ein Molotov rum, den nehme ich mal. Da liegt noch ein Molly. Nein. Da immer schön mit der Bratpfanne rum. Oh, fuck, Mann. Der Husten ist echt assi. Im Spiel oder deiner? Meiner. Okay. Autsch. Was? Oh. Ich höre einen Smoker. Yep. Ja, die haben ihn gesehen. So. Da war ein Hunter vor mir, what the fuck? Vor allem sah das gerade doch richtig creepy aus. Was ist das denn für ein dummer Spitter? Ist da runtergefallen? Ich hab den Hunter runter. Warum fallen die da alle runter? Oh, hier ist ein Defibrillator. Na toll. Ach, das bist du. Ah, der kommt schon. Ja, Säure. Wobei, soll ich nehmen? Ach, ich nehme es einfach mal. Der glaube ich taktisch viel besser. Oh! Shit, Scheiß da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr raus. Ja. Hafter. Ich sehe den nicht. Okay, du willst eine Bratpfanne? The Legend of Bratpfanne. A link to the kitchen. Moment, Ruhe, bleib mal stehen. Ich will dich mal kurz heilen, dann nehme ich mir den Defi. Okay. Ist irgendwo ein Jockey. So. Hopp, was liegt denn da unten rum? Ah, da unten. Ich sehe Brandmunition. Also jetzt supportet das Spiel zu sehr. Hopp, da ist. Achso, Elko hat sich den Defi schon genommen, okay. Ja. Dann habe ich mir jetzt das Healthpack genommen, was du fallen gelassen hast. Ja. Oh. Nein, Jockey, nein. Wow. Die Bratpfanne ins Gesicht. Ja, das hat er voll mit der Gitarre auch. Einfach einen Tank verbrüht. Getroffen. Mit der Gitarre. Ich geh jetzt einfach mal hier runter.
Hi und hi. Oh, hier war noch Munition gelegen. Hier so ein. Oh, verzieh dich doch, du ekelhafter Zombie-Hure. Mein okay, Liebe. Wir dürfen uns jetzt. Oh, hier müssen wir uns wieder für einen Kampf bereit machen. Nee. Oh, hier sind Pillen. Irgendwo hier rum. Ah, gefunden. Hm. Oder nee, es ist Explosivmunition. Hat jemand Platz dafür? Nee, sind alle relativ voll. Ja. Oder ich heile mich und dann benutze ich es. Garantiert sich das schon? Nee, komm, wir stellen es. Nee, heil dich nicht. Heb's hier noch auf. Wir nehmen das Ding jetzt einmal kurz mit. Genau, dann stellen wir es ab und dann. Oh, die warten schon da draußen. Oh, what bitte. The fuck? So. Brandmuni genommen. Oh, ich habe wieder meine Brandmuni in Sprengmuni und Sprengdepp-Munition umgewandelt. Hm. Echo hiervon. Da. Ah ja. Schön. Dann heißt es erstmal Bratpfannen-Action. Gott, ey. Brandpfannen-Muni. Brandpfannen-Muni. So, und zack. Huch. Was zum Geier? Wo kommt ihr her? Hier ist ein Hunter irgendwo. Eieiei. Das ist nichts. Wow, Tank! Wow. Aua. Weg mit euch! Nein, ich will keine Nachricht schreiben. Macht Platz! Endlich. Scheiß Ding. Ich hab ihn gebratpfannt. Alter, ich muss mich schon wieder Pillen einschmeißen. Oh, das Ding macht aber auch nicht gerade übertrieben wenig Schaden. Ah ja, das macht sogar eine gewisse Welle einfach mal auf einen Schlag weg. Lol. Wo ist der? Wir müssen weiterkommen. Der Jockey wollte gerade auf mich drauf und ich schlag ihn einfach mal zu. Okay, da werden die Brandpfannen, Luider. Waffen! Hier ist irgendwo Smoker. Ich nehme die Pillen. Ich hab eine Rohrbombe. Da! Ja, Smoker! Ui, das machst du nicht! Der mich erschrocken. Da geht's abwärts. Oh. Jops. Und dort ist eine Axt und ein Sniper. Eine gute Sniper. Hoffentlich haben wir hier bald den Dingensraum. Mhm. Zwei von uns sehen nicht mehr ganz so gut aus und ich bin einer davon. Ich kletter mal hier rauf. Kleiner Raum. Schön. Oh oh. Oh, da ist ein Jockey da vorne. Das prügelt mich nicht. Wow. Ah. Krümmelt euch, ihr ekelhaften Dreckigen. So, der Hunter ist down. Eieieiei. Und dabei wollte ich ihn wieder eine verpassen. Ich hab einen Boom. Oh fuck. Ich bin geboomert. Oh. Sehe nichts irgendwo mehr. Hier. Oder da oben. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott, das. Ich sehe nichts. Nein, aufhören. Lol. Okay, das sieht nicht mehr allzu gut aus. Ja, ich hab noch ein HP. Ich möchte aber irgendwie noch nicht das Medipack nutzen. So, hier. Oh, super, danke. Das kommt jetzt echt gut, die Pillen. Na gut, dass ich den noch aufgespart hab. Ich möchte nämlich warten, bis er bei mir sagt, ja, nächster Schlag tötet dich, weil dann lohnt sich's. Stimmt, dann spart man sich wenigstens ein paar Health Kits. Hier liegt eine Machete rum. Ah, schön. Da ist eine Knarre. Oh, und der Schutzraum. Oh, sehr geil. Das ist ja schön. Und zu. Mann, das lief doch einigermaßen. Blutdurst. Aber anscheinend scheint es jetzt wirklich zu funktionieren. Wieder. Davon warst du irgendwie ein Teil durch und danach
ja. Ja, vorhin durfte ich nur ein so ein Level spielen und dann bin ich immer wieder abgeschmiert. Genau. So, dann einmal heilen. Ich habe 53 Life. Aber... Ist hier irgendwo eine bessere Waffe? Oh. Das ist eine Shotgun und eine Uzi, aber mehr ich nicht. Ich die Uzi mit. Ich habe nichts gegen die Shotgun, aber ich brauche irgendwas, womit ich auf die Distanz helfen kann. Ich habe bei mir zwar die, ja. Die Sniper, aber die macht eigentlich brutalen Schaden. Dafür... Nein, nicht pennen. Und nö, ich hier jetzt schon eine Witch. Und hier ist ein Defi. Wow, die zweite Defi, die wir mal finden durften. Ja, die finden wir voll selten, ey. Ja, ja, da. Wie da viele, liegt sie. Wie viele Defis haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt einen. Jetzt haben wir zwei, okay. Ja, hier liegt sie. Also wenn es irgendwer mal aufheben will. Oh, tja, tja. Ja, ich hab... Wow! Au. Oh je. Ich hab ein Health Pack, das... Ich hab ja schon ein Defi. Moment, Elko, bleib mal stehen. Ja, geil. Ich heile dich und dann hol ich... Ja. Ich heile dich und dann hol ich mir das Defi. Du heilst dich? Oh, ey. Wenn mich mal an jemand stanke. Mistviecher. So, jetzt habe ich den. So. Am besten Licht aus, weil hier ist irgendwo eine Witch. Ah, da ist sie beim Baumstumpf. Nein. So. Okay, ich hab sie wie sie. Oder auch nicht, weil wir schon wieder ein paar Zombies stören. Kann man das sogar... Ich glaube, da kann man sogar vorbei, wenn man ganz links rumgeht. Ja, ja, vorbei, wenn man ganz links rumgeht. Ryo, du bist voll an der Witch vorbei. Ja, haben wir mit Absicht gemacht. Es ist gut, wenn wir mal die Chance haben, um sie rumzukommen, ohne dass sie potenziell einen von uns gefährdet. Oh. Wow, Smoker! Jesus. Ah, Mann, ich habe ihn fast gehabt. Na komm, zeig dich. Zeig dich doch! Da liegt Kotze rum. Scheißvieh. Da liegt Kotze rum. Schalalalala. Da liegt Kotze rum. Schalalalala. Weg damit. Ja, fuck, ich hätte irgendwas angekühlt. Ja, ein Boomer. Au! Das finde ich doch zum Kotzen. Ja, noch ein Smoker. Rico wurde auch voll gekübelt. Der Smoker, der ist entfleucht. Ja, was haben wir hier? So. Pillen. Hab schon Pillen. Ich kann die gebrauchen. Achso, das ist immer noch die da unten. Okay. Nope. Und den Adrenalinschuss nehme ich mit. Wow! Alter! Scheißvieh! Oh, wow! Ja, oh, geil! Natürlich! Wer war das denn jetzt schon wieder? Ich schätze mal, einer von den Streuschüssen muss das explosive Ding getroffen haben und das explosive Ding hat den Kanister ausgelöst. Scheint so. Aber wenigstens weiß ich, dass ihr mich auch heiß findet. So, da haben wir wieder eine Sniper, aber ich habe immer noch... Okay... Ach, scheiße, ich muss den Duckenknopf wieder umstellen, merke ich gerade. Was machst du hier, du Scheiß? Geht doch, du Scheißding. Oh, hier ist eine Medi. Und ich glaube, dort hinten ist wahrscheinlich der Schutz. Ich könnte die Medi gebrauchen, sehr dringend sogar. Ja, hier in dem Raum. Ja, kannst du mich heilen und dir den Medi dann nehmen? Hier. Da. Jo, danke. So, genau. Bei den Defi wieder. So, hier ist ja noch Boomerkotze. Horrorbombe, die will ich lieber haben. Ach, scheiße. Scheißding. So, dann. Was haben wir da? Nichts. Auf geht's.
What the? Kommt halt gleich mit der Mega-Herde, WTF.